Hallihallo und willkommen zur, aufgepasst, vorletzten Folge des Neymar Road to Glories. Ja, ich habe nachgeguckt und es ist noch genau eine Folge über. In Folge 20 wird das Ganze beendet werden. Ich meine, man sieht ja auch, theoretisch könnte ich es von fast jetzt machen, aber mir fehlt ein bisschen Geld, um mir den letzten zentralen Mittelfeldspieler zu kaufen, den ich haben will. Und von daher, ja, ist das gerade noch nicht machbar in diesen Spielen, solange wir noch nicht den Titel geholt haben. Und von daher mal sehen, wie lange es noch dauert. Auf jeden Fall kommen wir also in die heutige Partie. Zweite Episode für heute. Hatte ich ja versprochen und werde ich dann natürlich auch einhalten. Ne? Wir kommen gegen dieses 4-2-2-2-2-2-2-2-Team aus der Premier League. Ich muss sagen, ich wurde seltenst mal in letzter Zeit so heftig vermöbelt in der ersten Halbzeit wie in diesem Spiel. Ihr werdet es an den Halbzeitstats, so jetzt haben wir es, sehen, wieso, aber es wird, ich werde euch gleich sagen, das wird ein ziemlich, ziemlich verrücktes Spiel noch werden, auch wenn es vielleicht am Anfang nicht so einen Anschein macht. Der Gegner war richtig guter Spieler, konnte richtig gut umgehen mit seinen Spielern, allerdings auch, er hat am Ende der Halbzeit 11 Torschüsse, ich habe 2, ein hier ist die größte, Neymar geht am Keeper vorbei, nochmal, nimmt den Gegner, Keeper nochmal auseinander, jetzt hat er das Tor vor sich und scheitert, Tor, am leeren Tor. Naja, ihr seht hier 2-11 Torschüsse, aber guckt noch, wo seine ganzen Schüsse waren. Hätte eigentlich nur 3-4 richtig gute Chancen und wir hatten ja auch eine richtig große. Das heißt, ja, das war viel mehr Schüsse, aber so richtig besser waren die Chancen jetzt erstmal nicht. Aber zweite Halbzeit geht sehr gut los für den Gegner, Adebayor mit seinen 5,20 Meter. Schafft es irgendwie noch, den Ball mit den Füßen zu, mit dem der Fußspitze zu berühren und am Ende ins Tor, ein Tor unterzubringen. So steht es schon 2-0 für den Gegner und dann kommt der Ball auf Darren Bent und er findet in der Mitte, na klar, Emmanuel Adebayor und der junge Mann, der nicht mehr ganz so jung ist, mit dem 3-0. Und ich dachte mir schon, ach nee, jetzt kassiere ich ja doch noch eine Niederlage in Division 1. Dachte eigentlich, ich schaffe es vielleicht ohne. Aber nochmal neue Hoffnung, 2 Minuten später, Veliton mit dem Kopfballlupfer über den Keeper nach einem schönen langen Pass. Und ja, das war dann so der Anfang einer Aufholjagd, die man eigentlich ja so nicht mehr erwartet hatte. Neymar setzt sich hier schön durch, da die Abwehr zu penetrieren und es steht plötzlich nur noch 3-2. Und dann hat der Gegner angefangen hinten rum zu spielen, denn ja, das kennt man ja, ne? Dass der Gegner dann plötzlich Angst bekommt. Hulk, 3-3 und da kommt der weltberühmte Booty Dance direkt hinterher, um zu zeigen, dass ja der Gegner da sich etwas gespielt hat. Und plötzlich 89. Minute, Neymar zieht in die Mitte und schafft es nicht. Hulk und tatsächlich kein Abseits. 4-3, Partie ist schon gedreht. Das ist eine unfassbare Sache. 90. Minute, Hulk mit dem 4-3, aber es wäre ja nicht FIFA, sollte nicht noch irgendwie sowas verstehen. Super Angriff und am Ende Darren Bent nagelt das Ding in den Winkel. 4-4, 90. Minute. Ja, war nicht ganz so das, was ich erwartet hätte und mir erträumt hätte, dass das nochmal auf ein 4-4 endet. Natürlich ein, ja, für uns ein gutes Ergebnis im ersten Sinne, weil wir 3-0 zurückjagen. Andererseits haben wir zwischenzeitlich dann auf 4-3 geführt. Das ist natürlich auch, ja, das ist dann am Ende etwas bitter. Was Partie war ich zweite Halbzeit total am Dominieren, wie gesehen hat. Gegner hatte kaum mehr einen Schuss aufs Tor. Und von daher stehen wir jetzt bei 20 Punkten. Das heißt, uns fehlt noch genau ein einziger Punkt, um die Division zu gewinnen. Und dann kommen wir gegen dieses Team und ich dachte mir, jawohl, da ist der eine Punkt, den ich noch brauche, um den Titel zu holen und dann in der nächsten Episode den letzten Spieler zu kaufen. Geht ordentlich los, Neymar mit der ersten Chance scheitert direkt mal Diego Lopez, aber nach der Ecke kommt nichts genau. Stattdessen 5. Minute, Hulk, 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 findet Sandro und er findet Neymar und jetzt aufgepasst, ja. Also assiger geht's ja gar nicht mehr, Herr Hulk, das muss man ja an der Stelle einfach mal festhalten. Neymar mit dem Versuch über außen schießt und Hulk versucht ihn noch auf der Linie zu klären. Ziemlicher Assi. Aber dann Neymar mit dem nächsten Skillrun. Bisschen vercrackt, aber am Ende schafft er es tatsächlich, sich da durchzusetzen und wird von Pepe gefällt. Kann man auch weiterspielen lassen in meinen Augen, denn es war schon nah am Ball gespielt. Aber gibt er den Elfmeter, dann gibt es auch nur noch eine logische Folge. Letzter Mann, Pepe muss vom Platz. Wir gucken es nochmal uns in der Wiederholung an.
Schwer zu sagen. Also klar, Pepe trifft ganz klar Neymar, aber er trifft ja auch halbwegs den Ball und von daher schwer zu sagen. Ich würde eher sagen, kein Elfmeter, aber ich nehme natürlich dankend an, Neymar verwandelt 2:0. Jetzt nochmal kurz darauf eingehen, dass ihr immer fleißig in die Kommentare schreibt, was ihr als nächstes sehen wollt. Und ich würde jetzt gerne einfach mal in dieser Episode vorpassen, während das ein krasser Fail ist. Ja. In dieser Episode vorab fragen, während ich dann in der letzten Episode vorzeitig fragen wollte, wollt ihr denn lieber wieder sehen, dass ich aufs normale Road to Glory zurückgehe und wieder so Teams baue, einfach so hin und her, wenn ich, falls ich wieder Ideen finde und Lust finde, das zu machen, klar kann ich das auch machen, oder wollt ihr, dass ich halt wirklich mit einem neuen Spieler nochmal so ein Road to Glory starte? Ich habe oft gelesen, sowas wie Man of the Match Shaqiri oder generell ein Man of the Match ausprobieren. Oder einfach einen Inform oder einfach einen sehr, sehr hochgerateten Spieler. Also ich werde keinen so mega teuren Spieler nehmen, also nicht Ibrahimovic oder so, einer, der einfach bei der Market Crash ist und ich nicht einfach mal 1-200.000 wegen so einer Serie verlieren will. Neymar habe ich auch schon mit 50.000 Verlust verkauft. Das heißt natürlich, dass ich mal sehen werde, was ich da mache. Jetzt muss ich immer überprüfen, wo ich denke, dass der Preis nicht zu sehr fällt und den könnte ich dann machen. Also wollt ihr lieber nochmal einen Spieler Road to Glory sehen oder wieder das normale? Das würde ich gerne mal von euch wissen. Schreibt es mal in die Kommentare. Ihr könnt mir noch gerne schon Vorschläge machen, wenn ihr von einem Spieler einen Road to Glory sehen wollt. Klar, aber die finale Frage würde ich dann, falls das Spieler Road to Glory gegen das normale Road to Glory gewinnt, natürlich erst in der letzten Folge stellen, während Guilherme hier sich fast das Ding selbst reinfallen lässt, wie auch immer. Wäre natürlich ein ziemlich bitteres Tor gewesen. Gegner hier wurde in der zweiten Halbzeit deutlich besser, hatte auch ganz gute Chancen. Aber klar, die Sache war schon lange gegessen. Nach einem 4:0 und 1 hatten wir noch. Nochmal Neymar auf Außen, setzt sich durch, geht am Keeper vorbei. Und da ist nicht das Tor, denn ich hatte probiert, den Fancy Pass ins Tor zu setzen. Wurde nichts. Stattdessen nochmal Neymar und Wellington und wieder Diego Lopez. Also eins der beiden hätte gut und gerne mal reingehen können. Schade, dass der erste nicht reinging. Stattdessen noch einmal 82. Minute und jetzt auch wird's nochmal lustig. Neymar wieder am Keeper vorbei, will anhalten und ja. Wie auch immer landet der Ball am Ende im Tor. Sah mir nach dem Eigentor aus, aber na gut. 4 Tore Neymar, ich denke mal, das ist ein ganz schöner Abschied für ihn in dieser Liga. Damit sind wir komplett einmal durchgewandert von Liga 1, Liga 5, Liga 1, alles nacheinander gewonnen. Das kann man wohl den Erfolgsweg des Neymars so ansehen bei uns. 5:0, wir gewinnen den Titel und haben damit in der letzten Episode beim nächsten Mal den letzten Spieler gekauft und beenden die Neymar Road to Glory. Ja, wenn es euch gefallen hat und ihr natürlich euch freut, dass heute 2 Episoden kamen, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch von euch freuen. Ansonsten schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr lieber sehen wollt und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten wieder. Diesmal sogar mit einem Päckchen. Tschüss. Also nochmal Neymar Stats. Ne?